Servus, ich bin der Mike von die Bimbusters und endlich ist es soweit. Sie ist endlich bei mir eingetroffen und ich freue mich wie ein kleiner Schneekönig. Meine kleine Sanirimo You. Und heute möchte ich es gerne mit euch zusammen auspacken. Ich habe es selber bis jetzt nur auf der Messe gesehen, bin tatsächlich mit dem Hannes zusammen auch mehr als begeistert. Und da ist es jetzt endlich. Ich bin echt gespannt, freue mich drauf. Vor allem, was für Profile schon hinterlegt sind, wie viele Profile wir noch ändern können. Das haben wir alles noch nicht so wirklich testen können. Und jetzt hat, würde ich sagen, packen wir es mir zusammen aus. Ja, sie kommt in dieser relativ schlichten Verpackung mit solchen kleinen Drehrädchen, die ich jetzt einfach mal runterhebe und dann tue ich mir ganz vorsichtig einfach mal auspacken. Oh yeah! Oha! Okay. Was sehen wir da? Wir sehen auf jeden Fall schon mal die Maschine. Anschlusskit fürs Restwasser auf jeden Fall. Was haben wir denn da noch? So ist jetzt nichts. Ja, klar. Erst einmal füllen wir uns da mal die Schachtel auf. Ein schönes, so rum. Eine schöne U-Schachtel mit schwarz und weiß. Schönes Sanremo-Logo wieder mit dem Steinbock. Mega cool. Was haben wir da drunter? Ein wenig Plastik. Der Mama auf Zeiten. Alles mal auf die Seite. Ein bisschen Platz haben. Und da steht sie ja auch schon. Die kleine U. Ich werde jetzt einfach mal rausheben. Kann ich gar nicht. Die ist auf jeden Fall noch mit ordentlich Gewicht zugepackt. Vorsichtig. Oh, geil. Da ist jetzt immer weiter viel drin. Tun wir mal auf die Seite. Und da steht es jetzt endlich. Die kleine U. Befreien wir sie mal von der Folie. Und schauen, was da noch drunter ist. Okay. Gut, Folie weg. Stromanschluss. Okay. Das müssen wir uns nachher noch mal anschauen. Ja, und da ist sie schon mal, die kleine U. Mit ihrem geilen Brühpaddle. Mit den Cool-Touch-Dampflanzen, die wirklich beim Messeversuch brutal viel Power gehabt haben. Ich habe sie jetzt in dieser Ausführung schwarz, matt, schwarz glänzend. So wollte ich das erste Mal haben. Man kann ja diese Seitenteile kann man ja dann noch individuell anpassen. Ich bin da selber noch gespannt, was wir daraus basteln. Ich bin selber noch nicht ganz sicher. Ich denke mal nicht, dass die so bleiben wird. Wir werden da auf jeden Fall nochmal irgendwas ausprobieren, uns vielleicht ein paar schöne Holzsachen noch machen, vielleicht einmal umlackieren. Wir wissen es noch nicht. Jetzt wird es erstmal probiert. Wie gesagt, ich bin selber jetzt erstmal richtig begeistert. Und die ist unfassbar schwer. Also ist wirklich richtig, richtig schwer. So, was haben wir da noch drin? Ja, dann haben wir natürlich die Dokumente für die Maschine. Die sind nochmal wichtig. Für später, was haben wir da? Das Plumping-Kit, also für den Festwasseranschluss. Bedienungsanleitung, wieder mal in geiler gedruckter Form, mag ich immer gern, sollte immer dabei sein. Genau, Plumping-Kit, was haben wir denn noch? Eine Reinigungsbürste, super. Mal raus. Ein Edelstahltemper oder Alu, ja, ich denke eher mal Alu. Ein kleines Kännchen. Ein Sanremo-Kännchen. Nichts Besonderes, aber ein Sanremo-Kännchen. Wie wir sie schon kennen, unsere Siebträger. Und dazu nochmal Ersatzsiebe. Was haben wir denn da für ein Sieb? Steht jetzt leider nicht drauf. Muss ich die selber nochmal nachlesen? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall ein doppelwandiges nur dabei. Sieht auf jeden Fall so aus wie ein doppelwandiges. Weiß ich nicht, für was sowas jemand braucht, aber ist dabei. Das ist, glaube ich, das stinknormale Sieb. Schaut jetzt eher so aus wie so ein 16er und ein Blindsieb. Ja, übersichtlich, was dabei ist. Aber um das soll es auch nicht gehen. Ich glaube, das Wichtigste, es geht einfach um die Maschine.
Und die da, die sagen, schmeißen wir jetzt einfach mal an. Also ich habe es jetzt mal fertig ausgepackt. Großer Moment ist da. Ich fülle jetzt einfach mal einen Wassertank, der hinter dieser echt schweren Metallblende, also das ist eine Edelstahlblende, steckt. Den Tank habe ich natürlich vorher schon mal ausgewaschen. Sicher, sicher. Okay, 1,5 Liter. Ja, da gehen knapp 3 Liter rein, denke ich. Genau, Respekt, schauen wir dann echt beim nächsten Mal. Aber. Und dann, Magic. Ich hoffe zumindest. Und es rührt sich was. Es sollte zumindest. Das Licht hat geleuchtet. Und wir booten. Kann ich auch mal schnell ein bisschen hinnehmen. Oh ja. You. Kessel füllt. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Okay. Heißes Wasser kommt aus der Gruppe, steht jetzt schon mal dort. Und sie läuft. Sie ist auf jeden Fall extrem leise. Wie jetzt schon, wahrscheinlich hört sie es auch kaum. Es ist echt extrem leise und sie hat schon komplett gefüllt. Das ist fix. Also das ist mir richtig fix. Lassen wir doch mal schon mal den ersten Schwall. Lassen wir doch noch mal raus. Okay, das System füllt sich. Und das Wasser kommt. Schön, schön, schön. Besser geht's nicht. Ich werde jetzt halt ein bisschen umeinander probieren. Werde dann noch ein paar kleine Videos, kleine Fotos davon machen. Vielleicht auch ein paar Close-Up-Aufnahmen, damit ihr dann auch noch ein bisschen mehr seht. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß, wenn ihr dann die richtige Review mit dem Ding seht. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin. Ciao. Servus, Freunde, ich bin Bastas.